Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Farm. Ich bin der Ale von Gamindo. Hi. Und heute werden wir uns wie versprochen mit Tinker's Construct beschäftigen. Ich habe nämlich minimal eingelesen da drin und habe ganz tolle Erkenntnisse gemacht. Und zwar, dass ich ganz viel Mossy Cobblestone brauche. Deswegen werden wir jetzt eine Schere machen. Haben wir da noch Eisen drin? Nein. Aber da haben wir Eisen drin. Da brauchen wir jetzt mal zwei Ingots, dann gehen wir eine Schere holen und geben uns ganz viel. Also Schere basteln und dann gehen wir uns ganz viel Lianen machen. Oder holen. Und natürlich reiten wir da noch einen. Ja, okay, na, ich weiß nicht. Na wohl, wir reiten mit unserem stolzen Ross, was wir uns jetzt schon mal zusammengebaut haben. Vor allem, es hat sogar mehr Leben gekriegt, das ist ziemlich nice. Komm schon her, Pferdl. Da mal mit dir. Da muss ich definitiv eine Brücke bauen. Und wenn es gleich eine Cobblestone-Brücke ist. Nur damit man da mit einem Pferd eben besser rauskommt. So. Und hey, das Pferd kann schon mal mindestens zwei Blöcke hochspringen. Und das letzte Mal war es ja etwas schneller weg, das Ganze. Boah. Ich will jetzt gerade nicht. Na, bauen wir da das Laub ab. Vielleicht auch nicht gerade mit der. So. Denn in der Richtung haben wir ja einen Sumpf gehabt. Und in einem Sumpf sind Lianen und den Lianen brauchen wir. Denn mit denen können wir uns nämlich Mossy Cobblestone bauen. Dann können wir nämlich die ganzen Moos-Updates machen, was der Annie auf seine ganzen Waffen drauf hat. Und auch auf dem Cleaver drauf ist, was voll super ist. Und das ist jetzt der Plan. Wir bauen uns jetzt nämlich, da ist der Sumpf. Wir bauen uns jetzt nämlich unsere eigenen Waffen. Und das Ziel ist aber, eine unzerstörbare Waffe zu bauen. Das habe ich jetzt nämlich im Singleplayer getestet und der Annie hat mir das davor gesagt. Wenn man Reinforced 10 auf seine Waffe drauf, also auf seine Pickaxe etc. drauf bringt, dann kann man das unendlich lang verwenden. Und dazu muss man die komplette Waffe, bis auf den Kopf natürlich, aus Papier bauen und muss dann. Warte, aber Pferd, wie bringe ich die jetzt? Naja, ich werde die wohl hoffentlich wiederfinden. Da, und die ganzen. Haben wir da wohin, wenn wir drauf gehabt? Na, oder? Aber ich brauche die ganzen Lianen. Das Laub können wir auch noch mitnehmen. Aber das Gute dran war eben. Ja. Wenn man das jetzt nochmal gemacht hat, da braucht man dann einen Netherstar, einen Notch Apple, nicht nur einen Golden Apple, sondern einen Notch Apple, also den man aus Goldblöcken baut. Und einen Diamond Block und eben einen Netherstar. Und mit einem Diamond Block und einem Notch Apple kann man dann einmal einen Modifier erweitern. Und ich weiß jetzt schon, wie ich das machen werde. Ich werde mir nämlich da. Ja, da habe ich schon einmal. Ja, ich brauche 9 für. Also 9 davon für einen Moos. Also für einen Moosbündel oder für einen Moos-Upgrade. Das heißt, ich werde mir hinten noch also eine schöne lange Linie bauen, wo ich das dann farmen kann. Also wo das dann gerade überwachsen. Das kann man einfach so in der Höhe dann ansetzen und dann kann ich sagen, gut, ich fahre durch und. Weil der wächst ja weiter. Das ist jetzt angenehme. Solange nicht irgendwas im Weg ist. Oh, und da wird jetzt gerade alles davon hingemacht. Aber ich glaube, das mit dem Wachsen mache ich gleich. Also das mache ich gleich, sobald ich wieder daheim bin. Aber jetzt haben wir mal einen Stack. Ein Stack ist super. Ich brauche zwar 9 Stück, wie gesagt, davon, um. Und das Pferd scheint wirklich von mir wegzuwählen. Aber da schwimmen wir jetzt hinterher. Dann haben wir mal ein bisschen Raw Beef und die Rüstung wieder anziehen.
Okay, das Raw Beef bringt nichts. Rind ist da eine oder ist es da ein Wasserback? Ja, dann mal ein Wasserback. Wenn nicht was, also das passiert bei der World Generation. Und da die Wasserblöcke da noch nie abgedatet worden sind, durch einen anderen Block, der daneben gesetzt worden ist oder sowas, seien sie noch nicht. Ne. Ich glaube, das ist jetzt meine Hauptwaffe, wenn ich auf dem Pferd sitze. Eine Schere. Damit ich noch ein. Na! Viertel! Viertel! Na! Habe ich Blöcke? Ja, dort Blöcke. Na! Geh außer da! Ich hab meinen Sattel wieder gekriegt. Na, warmes Pferd! Das hätte ich machen müssen. Nein! Das ist ja voll die Falle gewesen. Ich hoffe mal nicht, dass das jemand. Oh, Quarried Stone. Hallo Zombie Villager. Das war auch noch eine Idee, was ich gerne mal machen möchte, aber. So, ich muss weiter in die Richtung. Warum ist der Quarried Stone? Das schaut irgendwie cool aus. Das war die nächste Idee, was ich dann noch machen möchte. Eben. Ja, mein. Da! Jetzt kann ich es nochmal sagen. Gut, dass ich das letzte Mal das Pferd gebreedet habe und nicht nachher noch. Einfach eins von den anderen genommen habe, also ja, gut, dass wir jetzt noch zwei Pferde auf Vorrat haben, so damit ich jetzt einmal das mache. Und jetzt bauen wir eben also wahrscheinlich einfach so ein Line Cobblestone außer hinter meinem Haus, damit das alles zumindest so eins, also ein Block weg ist vom Haus. Dann mache ich da vielleicht noch die Creeper Faces einfach wieder. Und gerade einen Block länger. Und der, die Pferde lasse ich jetzt da mal gerade kurz getrennt. Mit dem Pferd kommt man auf dem Server eh nicht gut weiter. Und da machen wir jetzt noch einen von da weg, da oben. Da kann man auch gleich noch die Schaufel aktivieren. Weil das da gehört ein bisschen weg. Zumindest so weit, damit ich da jetzt noch danach gut farmen kann. Jetzt machen wir da oben die Creeper Faces voll und dann mache ich mir das bis daher, also bis zu dem Block. Dann habe ich da erst einmal eine schöne Lianenaussicht, sagen wir mal, und da bis zu dem Block. Und dann wachsen die aber bis da oben und dann kann ich sie alle immer farmen. Also immer von unten nach oben nachher. Deswegen jetzt einmal schauen, irgendwo wieder ein Chisel drin. Das weiß ich, da ist ein Chisel. Da ist ein Stack Cobblestone. Lieber Chisel, bitte da in meine Hand. Und du wärst bitte zu Creeper Faces. Die da brauchen wir. Mit denen machen wir das jetzt auf die Schnelle, weil dann haben wir trotzdem noch genug für alles. Ja, und komm her da, Creeper Face. Dann haben wir nämlich trotzdem noch genug für die ersten Ideen und da haben wir aber immer einen Vorrat an Lianen. Und mit denen können wir jetzt noch ganz schön. Dann machen wir aus dem da gleich wieder Cobblestone. Aus dem machen wir das. Oder nein, da kann ich nicht direkt Massi Cobble draus machen, ja? Nein. Das war nämlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aber theoretisch müsste das da gehen. Ja, und da haben wir noch einmal 50 Massi Cobble. Mit denen wir jetzt da drin. Den Moosballen, also Ball of Moss bauen können. Und mit dem Ball of Moss, oh, und da wird es dunkel. Das heißt, wir sind circa in der Hälfte der Folge, weil ich ganz am Anfang geschlafen habe. Obwohl, es war noch nicht auf dem Video, aber es war gerade dunkel, ich habe es ausnutzen müssen. So, circa die halbe Folge. Und damit bauen wir jetzt einfach einmal ich brauche mal zuerst als allererstes
meinen eigenen Hammer. Obwohl, den habe ich da ja mit Auto Repair 4. Also Moos 4. Den kann ich aber nicht weiter updaten, upgraden, oder? Denn irgendwie... Na? Da habe ich keine freien Modifier mehr. Ja, Auto Repair 4. Gut, ich kann in leeren Hammer durchschicken. 5-6 Stück brauche die. Also ich brauche nur einmal genau den neuen Vines, was ich da noch habe. Und Vines ist ein tolles Wort. Nicht die Vines von irgendwo her, sondern einfach nur Vines. So, die tun wir da wieder zusammen. Ah, das ist super, wenn das formlose Crafting-Rezepte sind. Weil dann bauen wir nämlich einen Hammer mit Moos 6. Da brauche ich jetzt aber noch zuerst noch einen Hammerhead. Oder habe ich dann schon? Ich habe die Large Plate, aber ich habe noch keinen Hammerhead. Das heißt, ich baue mir da einen Hammerhead. Hammerhead. Die brauche ich. Denn die müssen wir jetzt da rein tun. Und dann müssen wir es auf Gold stellen. Damit wir zuerst mal das Casting machen. Jetzt schon das gleich Eisen. Und dann bauen wir aber gleich noch einen Excavator hätten. Einen Excavator brauchen wir mal unbedingt. Und dann brauchen wir unsere eigene Breitaxt. Also ja, die Steinbreitaxt. Mit den beiden damit jetzt einen Eisenkopf. Dann machen wir jetzt die beiden Castings von den anderen. Weil die habe ich ja noch nicht, die kommen jetzt da rüber. Und ich brauche noch einen Diamanten. Zumindest für den Hammer. Der wird jetzt wahrscheinlich auch nur Moos 5 werden. Denn ich muss ihn mit Arm Diamond updaten, dass er von Eisen direkt auf die Höhe von Obsidian kommt. Also auf die... sag schon. Aber das heißt, ich kann halt mal eigentlich schon einen Excavator auch gleich machen. Weil ein Eisen-Excavator kann man auch mal gut gebrauchen. Und Bronze war er zwar wahrscheinlich billiger und sowas, aber das ist jetzt einmal wurscht. Und wow, frisst du viel. Du brauchst einen kompletten Bucket. So, die tun wir da unten her. Denn den Rest müssen wir alles aus Papier machen. Jetzt schauen wir zuerst einmal. Wir haben da unseren Hammer. Da kommt unser Eisenhammerkopf rein. Und da im Part-Builder, tun wir jetzt mal den Cobblestone raus. Im Part-Builder brauchen wir jetzt mal die Large Plate Pattern. 1, 2, 3, 4 Stück brauchen wir da, glaube ich. Was schon unser komplettes Papier verbraucht. Die Tough 2 Rod brauchen wir 3 Stück. Davon haben wir jetzt zu wenig. Das heißt, wir klauen dem Zwerge ja ein bisschen was zu essen wahrscheinlich wieder. Da tun wir das Braten erwähnt. Dass ich hinterkomme, dass ich was zu essen habe. Hehe. Nein, ich kann nicht sprinten, verdammt. Schleichen wir mal hin zum Zwergi. Und holen uns da mal wieder jede Menge von seinen Sugarcane. Das ist nämlich echt super, dass der Zwergi da einfach sagt, man darf sich alles nehmen. Und jetzt haben wir genau wieder einen Stack Sugarcane. Plus D2 soll sich das ausgehen, dass wir genau einen Stack und ein bisschen was an Papier erstellen. Yep. Dann wieder eine damit den Parkbilder. Und dann brauchen wir zwar Tough Tura, ja, Paper Bindings. Ich habe gesagt 2 und habe versehentlich 3 gemacht, aber ist wurscht. Das haben wir als der einer. Jetzt machen wir noch als erstes einmal in Hammer.
Und dann komplett aus Papier, weil dann haben wir nämlich 6 Modifiers. Das ist schon mal super. Dann machen wir uns Excavator. Wir müssen zuerst auf Excavator umschalten. Da brauchen wir das einmal und das einmal. Dann haben wir da unseren Excavator. Und dann machen wir noch die Breitaxt, den wir scheinbar noch nicht gebaut haben. Egal, dann tun wir mal das einer, das da und das da. Da daneben muss ich noch einen Chest herstellen, den ich auch gerade schnell machen kann. Gerade für Kleinigkeiten. Ah, das ist sowas, da muss ich gleich noch eine machen. Das habe ich nämlich ganz vergessen, dass es geht. Weil wenn ich jetzt nämlich einen Double Chest habe, ihr seht das da in dem tollen in der Crafting Station, das ist so angenehm. So. So, die hat Repair Material Iron, Reinforced 1, Auto Repair 5. Aber Mining Level ist Redstone, das heißt, der Hammer ist dann schlechter wie der, den ich bauen will. Aber ist ein guter Ersatzhammer und guter Allgemeinhammer, sagen wir mal so. Was wollt ihr jetzt machen? Ich wollt. Die Ball of Moss. Die Breitaxt wollte ich da noch verwenden. Das wollte ich noch machen. Aus Iron, danke. Dann haben wir nämlich da noch Iron Axe. Die brauchen auch wieder, das ist ein kompletter Bucket. Na okay, na, Buckets sind ja 1000 Mil. Das ist über ein Bucket auf. Wow. So, du kommst wieder rein. Und bei dir machen wir da wieder das auf. Und machen da unser Iron Lumber Axe. So, die Iron Lumber Axe. Da brauche ich jetzt überall noch ein Moos dafür. Aber jetzt machen wir als erstes einmal in Hammer. Mit dem Update, denn dann ist er erstens hat er 500 mehr Durability und zweitens hat er damit noch ein Mining Level Obsidian. Das suche ich. Das brauche ich und dann nehmen wir da die Moss Modifier mit Auto Repair drauf. Jetzt habe ich den nämlich komplett, der ist jetzt mit Auto Repair 5 und Mining Level Obsidian. Das heißt, in der Oberwelt. Also in der Oberwelt kann ich jetzt alles damit aufbauen. Das einzige, was ich noch mehr brauche, ist noch eine normale Pickaxe. Und der hat jetzt halt Eisenspeed, aber das geht ja. Und mit Auto Repair 5 geht er ganz gut. Und hat auch jetzt, wenn ich es anschaue, mehr Durability wie der da. Aber jetzt habe ich zwei Hammer. Die kann ich auch nebeneinander verwenden. Dann kann ich unterschiedliches, also dann kann ich relativ schnell relativ viel abbauen, sagen wir mal so. Und da wollte ich noch einen Excavator machen. Den Excavator, den machen wir gerade einmal noch Auto Repair drauf. Und jetzt kann ich gleich schauen, ob da draußen vielleicht schon was gewachsen ist. Dann kann ich mir nämlich da sonst noch Lianen holen. Ja, das ist bis jetzt auch nicht gewachsen. Wie man sieht, das wird natürlich ein bisschen dauern, aber wenn die natürlich schön geladen sein, was durch den da drüben zumindest ein bisschen sein sollten. Durch den Admin-Block da. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das. Der steht, glaube ich, so an der Grenze, dass ich den da oben mitlade, gerade weil er ist noch im nächsten Chunk drin. Und dass ich da herüben noch ein bisschen was laden würde, zumindest. Aber schauen wir mal, vielleicht lade ich auch vom Annie so ein bisschen was mit. Oder werde es vom Annie mitgeladen. Und wenn ich eh da bin, dann da in der Nähe, dann haut es hin. Aber jetzt haben wir mal einen Excavator. Excavator ist super, die Lumber Axe ist super, die hat jetzt aber noch keine Modifier drauf. Da haben wir noch einmal, ich brauche nur dreimal. Ich kann die Vines anbeten. Liebe Vines! Oder kann ich die mit Bone Meal verwenden? Das war natürlich nur eine Frage, gell? Aber was passiert, wenn die Vines Bone Mealen tue? Ob überhaupt was passiert, das habe ich noch nie getan. Ah, da haben wir Knochen. 14 Stück. Das wäre natürlich super und jetzt, wenn ihr gerade wieder darauf erinnert werdet, Steak. Om nom nom, danke Steak, du machst wieder so, dass ich sprinten kann. Nein,
Nein, da, die kann sie gar nicht Bone Meal. Schade. Schade, ne? Haben wir denn da einer? Kaktus war dann der perfekte Modifier für Schwert wieder, für das Handle. Aber jetzt haben wir da mal, das war nachher so unser. Unser Toolbar, da gehört nachher nur ein Bogen her, aber den Bogen muss ich auch noch schauen, wie ich den mit Tinker's Construct mache, denn das sind scheinbar die besseren Bögen nachher. Mit unendlich vielen Pfeile, weil dann macht man das am Bogen. Eine Platte. Das war so. Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh, und da kann man das Guide machen. Die schaut aber cool aus. Arrow of Effect 3x3x3. Damage lower war AOE. Das hätte eigentlich was. Aber wir haben jetzt eben einmal da einen Hammer. Reinforced One. Und ich weiß nicht. Ah, der Annie wird wahrscheinlich einen kompletten Eisenkopf verwendet haben. Ja, weil meiner macht weniger Schaden, dafür hat er mehr Ausdauer. Und repariert sich schneller. Und den können wir aber gleich testen. Denn ich brauche jede Menge Obsidian. Und da unten haben wir ja Lava sehen. Da wollen wir den Kübel da sicherlich brauchen wird. Da unten haben wir nämlich Lava sehen. Und die Lava sehen gehen wir jetzt dann alle abbauen. Das sollte nämlich damit relativ schnell gehen. Hoffe ich mal. Naja. Geht das? Na. Muss ich das wirklich so machen? Mal schauen, kann sich ja lohnen. Mal schauen, ob der schön langsam bricht. Denn Mining Level, also Harvest Level, Obsidian habe ich ja. Ah, Progress, sieht man da. Okay, 20%. Dafür sollte jetzt aber noch ein 9er Block Obsidian verschwinden. Oder zumindest dauert es mal die nächstgelegenen 5. Kann sich nur um Stunden handeln. Wirklich. Das ist überhaupt kein Problem, dass du so langsam dahin wanderst. Hätte vielleicht statt am Moos-Update ein Haste-Update draufhauen sollen. Wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Aber unser Ziel ist es eben, da ganz viele Obsidian-Platten herzustellen, damit die Items, die wir noch bauen, unzerstörbar werden. Denn 10 von den Obsidian-Platten drauf und man hat's. Und ja, das haut wirklich hin. Nur ich hab's jetzt verkackt mit. Ja. Ah ja, und da haben wir ja noch. Ah, da haben wir ja noch Mossy Cobble. Den der Annie schon geklaut hat ohne Ende. Obwohl, den einen nehmen wir noch mit. So, man wollte das haben. Eigentlich. Denn wir haben ja irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo haben wir noch einen Grinder gefunden gehabt. Und das finde ich gerade irgendwie. So, und das müssen wir anders machen. Ich muss da Wasser einsetzen. Denn wenn ich jetzt den da abbaue, rinnt dann ein Glas Wasser ein und löscht alles und rettet mir hoffentlich alle Obsidian-Blöcke, was da reinfallen. Aber, wow, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Die tun wir gleich dort beenden. Wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn es vielleicht minimal informativ war, dann lasst mal einen Daumen da. Wenn es euch gut gefallen hat, dass ihr das weiter schauen wollt, lasst mal ein Abo da. Freut mich sehr. Und schaut beim Zwergi, beim Annie und beim Shamsuro vorbei. Die sind zwar gerade im Minecraft Farm nicht mehr so aktiv, aber die machen gerade Minecraft Beyond, wo ich wahrscheinlich auch ab Montag dann mit einsteigen werde. Vielleicht am Sonntag am Stream wird das nachher so in einem Rutsch mit passieren. Da muss ich aber nochmal nachfragen. Sie haben gesagt, ich kann jederzeit gerne mitmachen, deswegen hoffe ich natürlich, dass das noch so hinhaut. Also dann, liebe Grüße von den Kameraden.